Das sind wir auch schon wieder mit dem guten Matthias. Grüß dich, Olli. Ja, hi. Also ist ja schön, dass es geklappt hat, sag ich ja, mal. Du hast auch anscheinend auch gerade mit Umut geredet. Genau. Umut ist ja gekommen. Ja, der Dirk ist immer bei mir, hat gesagt, ich hätte gerne ein Feature-Match. Und dann kam quasi so, als wäre es göttliche Eingebung gewesen, ein Judge. Ey, ihr könntet mal einen von den VIPs featuren. Zum Beispiel in Vollbrecht. Und wir so, ich hab die Pairings gekannt, ich habe das vorhin schon mal angeguckt. Ja. Ich dachte so, okay, und dann gucke ich so die Spieler noch gegeneinander. Ja, okay, dann nehmen wir es halt mal. Das ist cool gewesen, ja. Was sagst du denn, wie das Spiel gelaufen ist? Das ist ja äußerst einseitig gewesen, würde ich mal vorsichtig behaupten. Das auf jeden Fall, ja. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte keine Zeit zum Testen, wirklich gar nicht, weil ich momentan mehr auf Familie mich bezogen habe und nicht mehr so auf das Spiel. Aber hast du es trotzdem hierher geschafft, immerhin? Ich habe es trotzdem hergeschafft, aber auch nur, weil meine Freundin halt keine Zeit hatte. Dann habe ich gesagt, okay, fahre ich mal ausnahmsweise zur deutschen Meisterschaft. Ausnahmsweise. Du warst ja sonst noch nie auf einer deutschen Meisterschaft. Nein, natürlich nicht. Also, letzten Mal schon, ja, aber wie gesagt, ich momentan bin, halt, momentan ja. Halt. Ja. Das ist halt für mich, Familie geht vor und das gönne ich mir auch. Und dann steht halt Yugi hinter mir an. Okay. Hinter sich dann so. Und es war auch ganz spontan gewesen. Ich stand dann so am Bahnhof Alexanderplatz, will mir ein Ticket holen, guckst so auf den Preis 150 Euro. Ich dachte so, Scheiße, ist einfach mal zu teuer. Dann stand ein Kumpel hinter mir und meinte so, ja, wir haben noch eine Bahnkarte frei, oh, okay, du kannst bei uns mitfahren. Ich so, cool. Cool. Habe ich schon mal so 100 Euro gespart und dann halt so, ja, wo finde ich noch ein Hotel? Weil es war ja komplett wirklich alles ausgebucht, habe einfach gar nichts mehr gefunden. Du hast hier die coole Reisestory. Wir haben schon vorhin gefragt, so, wer hat denn coole Reisestory? Hat Umut gemeint, ja, niemand, aber anscheinend du, okay. Dann sind sie halt im Ibis am Hauptbahnhof gewesen. Ja. Ich einfach nochmal rein, obwohl abgesprochen war halt schon, es gibt kein Zimmer mehr. Ich rein, frag so, habt ihr noch ein Zimmer frei oder einen Platz irgendwie so, weil halt eine Gruppe darin war? Ja, heute ist ein Zimmer abgesprungen. Sag mal, kommt ja alles zusammen. Stell dir mal vor, du bist jetzt deutscher Meister. Also das wäre ja so, oh mein Gott, ey. Dann mache ich's so. Also, sehr gut, sehr gut. So, jetzt hast du eigentlich gesagt, Yugi steht hinten an und trotzdem hast du das beste Deck im Format. Wie kommt das? Die Sache ist halt, ich habe mir mal halt vorgenommen, wenn ich halt spiele, spiele ich jetzt halt Meta, um halt auch weiter fortzuschreiten. Mein Lieblingsdeck ist ja eigentlich Blue Eyes, wo Blue Eyes halt nicht in diesem Format mitspielen kann, weil es einfach viel zu schnell ist. Ja. Blieb mir keine andere Möglichkeit, als dieses Solideck zu spielen. Also halt, die Aussage, ja, ich habe mir vorgenommen, wenn ich spiele, dann spiele ich Meta, ist schon ein bisschen grenzwertig, muss ich mal vorsichtig behaupten, ey. Ja, aber es gibt halt nicht viele Möglichkeiten, in diesem Format halt irgendein Deck zu spielen, halt was mit diesen Decks mithalten kann. Ja. Und das finde ich halt auf einer Seite sehr schade, weil es halt natürlich viele Decks gibt, die halt ausbaufähig sind in diesem Format. Aber Das Deck ist ja so in großen Teilen irgendwie ein bisschen Autopilot. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du schon immer mal wieder Optionen. Also du hast quasi diese Straße, die sich immer wieder verzweigt in zwei Richtungen und du musst dann entscheiden, fahre ich jetzt da lang nach Bremen oder fahre ich jetzt nach Hamburg? Genau. Richtige Antwort ist immer Hamburg. Hamburg. Ja. Beide Städte so naja sind. Ja. Aber gut, jetzt wie war das jetzt für dich? Weil es gab schon Leute, die dann das verfolgt haben im Chat, die das Deck halt auch in- und auswendig können, weil warum sie da nicht hier sind, ist wieder die andere Frage, vielleicht sind sie aus Amerika oder so. Die sagen halt, ey, oh, da war jetzt ein Missplay oder das könnte man schneller spielen oder Ja, das, wie gesagt, habe ich halt auch mitbekommen. Ich habe halt, wie gesagt, das Deck gestern zusammengebaut, gestern Abend. Ich hatte 3 Stunden schon davor geschlafen und da war ich einfach fix und fertig, ich wollte einfach nur ins Bett. Okay. Und früh ist aufstehen und sagen, okay, ich spiele es ohne einfach mal zu testen, weil es mir eigentlich... Also das Deck spielt eigentlich dich, es ist nicht so, dass du das Deck spielst. Ja, klar, aber du hast halt so mehrere Kombo-Möglichkeiten, die du halt durchziehen kannst, um halt auf den richtigen Weg zu kommen. Du hast halt, wenn du einen Weg einschlägst, kannst du halt trotzdem dadurch gewinnen. Okay. Und auch wenn es ein Missplay war, ich sage, ich bin kein Pro, ich liebe es zu spielen. Naja, du bist schon immer mal wieder vorne mit dabei. Ja. Und du warst ja auch schon auf der YCS mal in den Tops und so. Nee, das habe ich knapp verpasst gehabt. Knapp verpasst. Um 6 Plätze. Ach so, wo alle so spekuliert hatten, ja, du bist top sicher mit zu 2. Ja. Aber dann halt so wirklich in der Time Break, wo ich so dachte, fuck. Ja. Kommt das vor. Und das will ich halt jetzt, also dann war ich halt, wo die Nationals in Köln war. Ja. War ich Top 64, hab durch ein Missplay gemacht und das will ich halt jetzt ausbessern, indem ich halt noch weiter vorankomme. Okay. Aber ich habe halt extrem viel Konkurrenz, sind mega gute Spieler da, halt auch die ganzen Berliner Leute. Und welche Berliner Spieler haben wir denn hier? Imran Kaduz, Harald Rose spielt mit, Jack Wermer. Okay. Ich habe schon ein paar davon gehört, ja. Der Check, der 13 Jahre alt ist und doppelt so groß wie ich. Genau, auch größer als ich und ich bin ja 27 und 1,96 groß. Ja, und der ist 15 der ist echt Wahnsinn. Das ist ein Riese. Aber im Kopf schon sehr weit.
Ja. Also auch wirklich so, man würde nicht glauben, dass das so jung ist. Jetzt richtig. Nicht nur von der Optik her, sondern auch wenn man sich mit ihm unterhält, denkt man, der Junge ist wirklich fit. Ja, das ist auf jeden Fall. Die sind wahrscheinlich alle top vorbereitet, oder? Die sind mega vorbereitet. Und von denen konnte dir nicht irgendjemand noch so die Last-Minute-Advice geben? So hier, so und so und so, machst du das? Nö. Nee. Das Einzige, was ich heute noch bekommen habe, ist von Weng Trang aus Hamburg. Der hat sich also alles aufgeschrieben, was für Kombos es sind. Aber nicht auf die Hand. Nee, auf dem Zettel. Und dann zeigt er mir draußen so, ja, ich habe es auch nicht gelernt. Hier, nimm mal den Zettel, fotografierst du ab und liest dir durch. Ah. Und das habe ich dann halt vor jeder Runde gemacht gehabt. So. Hat okay. mir nochmal durchgelesen, wie ich halt die Kombos machen kann. Aber dann, sag mal, jetzt, ich meine, du stehst jetzt 2-0. Ich stehe 2-0, ja. Genau, also es ist gut losgegangen. Aber... Jetzt hast du stehst jetzt auch an der Kreuzung sozusagen. Genau. Die Frage ist für dich jetzt, checkst du das Deck jetzt richtig, bis es zu spät ist, in Anführungszeichen, und spielst dann den Rest des Tages gut durch oder den Rest des Wochenendes? Hm. Oder kommst du an die Stelle, wo du dann irgendwann vielleicht doch mal ein bisschen überfordert bist, ein paar Fehler machst und vielleicht die Konzentration verlierst oder so? Ja, wie stellst du jetzt quasi sicher, dass du auf der richtigen Spur landest, sage ich mal? Ich sag mal so, von meinem Spielerischen her, was ich halt kenne, was ich halt weiß, spiele ich halt so, wie es für mich richtig ist. Ja. Ich gebe mir Mühe, halt mich darauf zu konzentrieren, wie ich das Deck am besten ausspielen kann. Und wenn ich halt Spielfehler mache, mache ich Spielfehler. Kein Mensch ist halt perfekt und... Das ist dann quasi diese Einspiel zur jeweiligen Zeit Mentalität, genau. Dass man nicht sagt, so ich schaue jetzt quasi in die Zukunft, sondern du konzentrierst dich einfach immer aufs nächste Spiel. Genau. Und ja. Ich sag halt auch, es hat halt eine ganze Menge mit Glück zu tun, halt die ganzen Ankarten und so. Selbstverständlich, ja. Wenn der Gegner halt eine Überhand hat und sagt, ich block dir alles und mach dich dann... Kill dich dann, dann ist es vorbei. Also ich meine, die Sache ist ja, du hast ja das erste Spiel auch schon so gespielt, dass du Karten umspielt hast. Ja. Also du hast ja auf jeden Fall ein gewisses Verständnis vom Format, dass du sagst, ich muss jetzt um die und die Karte rumspielen, ich muss jetzt um... Er hat ja effektiv nichts im Ende gehabt, was dich stoppt. Also er hat ja so komplett so, die ersten 5 Karten bei ihm sind immer so face down, ich warte mal, was du machst. Richtig. Hast du dich mit ihm ein bisschen unterhalten? Nee, eigentlich gar nicht so wirklich. Also, okay. Ich habe halt nur gesehen, halt spielt er ABC, das ist eigentlich was komplett aus Meta raus ist. Ja. Und denke mir so, das Einzige, womit er gewinnen kann, ist der ABC Buster Dragon. Ja. Andere Optionen hat er wenn du den quasi vermeiden kannst, dann passiert nicht viel, ja. Ansonsten habe ich halt die Karten, die halt stoppen, so wie Ash Blossom oder Drawn Lockbird, die halt wirklich ihn ausbremsen. Und dadurch kann ich halt gewinnen. Ja. Wo ich fange an und lege ihn halt Feld hin. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war im ersten Spiel der Twinfister, der meine beiden Spikes weggehauen hat. Ja. Aber okay, ich habe trotzdem gewonnen im Endeffekt. Ja, ja, aber es war schon erstmal so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Okay. Und gegen was hast du in der ersten Runde gespielt heute? Auch gegen Zodiac. Oh, okay. Also ich habe halt nur Zodiac gesehen, aber er hat halt irgendwie so gespielt, als wenn er halt mit True Draco noch spielt, also mit Diagramm und sowas. Okay, okay. Habe ich mir halt so gedacht, ich habe jetzt nicht weiter nachgefragt. Aber er war ganz verstutzt, als ich ihm die Gedankenkontrolle gezeigt habe. Okay. Die Mind-Control ist ja einer der ältesten Karten überhaupt in Yu-Gi-Oh! Ja. Und ich finde sie halt in diesem Format mega gut, vor allem wenn du ein Mirror-Match hast, du sprengst das Feld, er hat noch irgendwas liegen. Übernimmst es und legst weiter Exit drauf und machst weiter, ziehst halt deine Combo durch. Ja, ne? Ja. Und diese Karte hat momentan keine negative. Ich wollte gerade sagen, ich habe die ehrlich gesagt bestimmt seit 2 Jahren fast gar nicht mehr gesehen. Richtig. Also, es wundert mich eigentlich, weil wenn du es jetzt so beschreibst, klingt sie ja erstmal relativ gut. Also, ich habe halt viele Spieler, habe ich halt gefragt, was spielt ihr so? Die haben halt, spielen ganz normale Monobild. Okay. Und ich sag, was also, meinst du jetzt die neue heiße Tech? Das ist halt, was alle spielen. Also Jungs, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja? Matthias sagt, Mind Control ist jetzt... Mind Control, beste Karte. Okay, beste Karte, ja. Ich habe wirklich im ersten Spiel wirklich 2-0 dadurch gewonnen, okay. Weil ich halt immer die Mind Control hatte. Hat der Gegner dann auch gesagt, so, ach ja, Mind Control, voll gut? Oder, er hat die Karte erst gar nicht realisiert, weil, wie gesagt, die Karte ist halt einfach zu alt. Ne? Ist doch zu alt, die ist kann doch nicht alt, gut sein, ja. Und dann hat er sich überlegt, dann sagte, stimmt, jetzt weiß ich, was du damit vorhast. Und dann hat er einfach nur traurig geguckt, halt, wo es dann im Endeffekt vorbei war, weil er zweimal durch die Karte verloren hat. Ja, ja. Ansonsten haben wir ja noch so eine kleine Diskussion gehabt, ob wir die Strohhüte im Feature-Match bannen müssen. Das Oha. Ist ja ziemlich gemein, denn wir schauen ja da von oben drauf. Du hast da irgendwelche Karten auf dem Feld, okay. Du beugst dich nach vorne vor, wir sehen nichts mehr. Ah, wir okay. sehen noch den... Gut. Und ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass du dann irgendwie immer so zurückgehst und plötzlich das ganze Feld vorliegt oder so. Also hast du da irgendwas geplant? Sind da oben vielleicht noch Karten versteckt? Nee, gar nicht. Muss ich das mal prüfen? Also, das sieht echt alles okay aus. Alles gut. Okay. Ja, nee, ich gebe mir, also wenn ich nochmal was haben sollte, dann werde ich ihn wahrscheinlich ein bisschen abnehmen, damit man halt die Karten sieht besser. Nein, ist alles okay. Nee, aber das sah schon nach einem witzigen Begebenheit aus sozusagen. Okay. Ja, wir haben vor allem das Kontrastprogramm gehabt. Ja. Dein Kollege hat eine sehr andere Frisur gehabt, Anführungszeichen. Okay. Umut hat übrigens behauptet, dass du weniger Haar hast als er. Wollen wir das nochmal, also ich würde vorsichtig... Also umrum nicht, untenrum eventuell. Okay, okay.
Okay. Diese Bilder versuchen wir uns wieder aus unserem Kopf rauszubekommen. Damit vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. Weiterhin viel Glück, ja, dass das weiterhin so läuft. Es scheint ja bisher alles göttliche Eingebung zu sein, wenn du hier noch die Fahrplätze zugeschustert bekommst und die Hotelzimmer. Ja, und Fall jetzt cool. Vielleicht eben auch die Ziege oder beziehungsweise die Gegner, die dann halt irgendwie nicht vorbereitet auftauchen. Ja, nimmt man mit, die Ziege, ne? Ist ja auch in Ordnung. Richtig. Genau. So, damit gehen wir wieder in eine kurze Pause. Wir sind jetzt mittlerweile in der Overtime in Runde 2. Ich würde mal sagen, wir sind so 5 bis 10 Minuten in der Overtime, gefühlsmäßig, die, wie gesagt, 30 bis 40 Minuten geht. Also es wird ein bisschen länger dauern, bis wir mit einem Feature-Match zurückkommen. Wir werden aber mal versuchen, ob wir vielleicht nochmal jemand anderen für ein Interview gewinnen können oder eben mal so einen Einspieler von Chio besorgen können. Ich mache mich gleich mal auf und schau mal, was der Italiener die ganze Zeit gemacht hat. Damit verabschieden wir uns erstmal wieder und sind dann bald für euch zurück.